Ab jetzt wieder. Ab jetzt ja. Wieder, genau. Ich kann schon anteasern, dass ich an dem Fritz-Stöckle-Kochbuch arbeite. Ja, da, meine Dampfnudel oder Germknödel hast du ja schon dazu erhalten. Ja. Der war sehr lecker übrigens. Mit Kirschfüllung. Auf kurz oder lang wird das zwischen deiner Figur und meiner Figur sowieso knallen. Nur weil ich deine Momente in Frage gestellt habe. Der Graf ist immer schon innerlich schon am Zählen. Ach Gott. Wir sind doch irgendwie so Drama-Queens, oder? Ja, natürlich. Logisch. Ich hatte vorher, wo ich den mit dem Schürhaken zugeschlagen hat und der Graf erzählt hat, dass er das Messer demjenigen reinrammt, da habe ich gedacht, jetzt bin ich dran. Ja, geil. Hätte mich jetzt nicht verwundert. Ja. Das wäre jetzt auch noch schon ein Plot-Twist gewesen. Plot. Die Idee ist gut. Plot-Twist. Sehr gut. Super. In Wahrheit waren es zwei NPCs, die in der Gruppe genau. waren. Ja, das nee, schön. Natürlich. Ja. Ich freu mich, dass ihr einen schönen Abend hattet. Nee, ist total geil, dass du mich die Wildcard spielen lässt. Da hab ich richtig Spaß dran. Ja, ja, dann wird es zumindest deinem Namen gerecht, ne? So wegen Voldemort und Blocksberg. Möchtest du denn deinen Charakter mal anteasern? Also was du mir eigentlich erzählt hast. Ich hab's ja auch teilweise schon mal ein bisschen verraten. Möchtest du mal verraten? Oder lässt du das geschlossen? Naja, es glaube ich, macht mehr Sinn, wenn wir das auflösen, wenn wir das zu Ende gespielt haben. Also ich habe jetzt erstmal noch keine zweite Sitzung anberaumt, noch kein zweites Abenteuer. Ich werde das irgendwann mal rausschreiben. Da kann man auch mit kompletten neuen Charakteren reinstarten oder so, aber man kann eben auch die weiterführen. Also wie gesagt, du kannst es eben auch so lassen, wie es ist. Ich muss mir dann überlegen, wann ich das weiterleite, aber ganz generell. Ist die Frage. Also ich weiß natürlich nicht, ob wir in der Format so bleiben. Erzähl's Folge. Einfach, ich find's lustig. Okay. Ich hab mir die Berufsklasse Betrüger rausgesucht. Okay. Und der macht das jetzt schon so lange, dass er das selber glaubt. Das ist ja okay. Arschig. Deswegen auch, jetzt verstehe ich auch, warum das halt so unsicher war in dem einen Moment und warum du meinst von wegen, der lügt halt, ja. Ich habe gedacht so, hä? Das war halt das erste Mal, dass er mit dem richtigen Geist kommuniziert hat. Oh Mann, hat. Ich hab das erste Mal. Und hattest auch noch recht, ja, mit deiner Aussage, mit deinem Kari, wow. Mit dem Eis, what the fuck, du Lacker. Ja, wir haben halt im TS miteinander geschrieben, also Frosty und ich. Und ich dachte mir so, okay, in welcher Situation kannst du das bringen, ohne dem Spielleiter irgendwie scheiße in die Parade zu fahren? Und dann habe ich ihm einfach gesagt, schreib mir, was auch immer du Bock drauf hast, und ich setz das dann oben. Ich frage mich manchmal, ob ich dich mögen oder hassen soll. Das ist furchtbar mit dir. Ja, ich habe seine Ausschreibung gelesen und ich hatte gerade die üble, also die oberen 10.000 gelesen. Ja, okay, verstehe. Und da habe ich mir halt wie ein kleines Kind mit Freude in die Hände geklatscht und gesagt, das will ich spielen! Das ist so typisch. Ja. Ich bin mir froh, dass unser Gottlieb Daimler nicht gestorben ist. Das hätte ja die Geschichte komplett auf den Kopf gestellt. Das stimmt. Nee, also das wäre jetzt nicht so wild gewesen, wenn er gestorben ist. Also, der existiert auch nicht. Ja, aber was würden denn morgens für Autos auf der Straße fahren? Eben, hallo, du bist wichtig für die Geschichte. Nee, wie gesagt, es ist nicht der Gottlieb Daimler, ihr meint jetzt den Großvater quasi, also, Ach so. Ich wollte nicht den Daimler spielen, nein. Ach Mann, nimm uns doch nicht den Spaß. Also bist du auch ein Betrüger. Genau. Ja, ich bin auch ein Betrüger. In Wirklichkeit sind wir alle Ex-Menschen aus der Hohlerde. Ja, genau. Alle Betrüger. Der Meierhofer ist ein Frauenhasser. Hab mich immer Neumeier genannt. Böser Mensch. Hab's halt nicht so mit Namen. Ja, das stimmt, das hast du gesagt, ja. Was? Frauen haben Namen oder Bräune? Oh! Da kommst du ja in die richtige Wunde, würde ich sagen, wenn du so weitermachst. Dann verstehen wir uns gut. Lass das! Nicht umsonst trage ich einen Hosenanzug. Egal. Er hat den Jungen hier reingelassen. Doch, also die Runde hier ist auf jeden Fall auch von der Outtime-Besetzung auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, schade, schon vorbei ist.